Kein Problem. Die erste kennt schon. Oh je, was ist das für ein Zeichen für, für die nächste Stunde? Ich hoffe, es ist noch jemand da nach einer Stunde. Herzlich willkommen zu unserem Beitrag zur Jubiläumskonferenz von Lineage aus Scrum. Die erste Frage, die ich gerne stellen möchte zu euch, ist: Schriftsprache okay für euch oder dürfen wir in breitem Luzerner Dialekt zu euch sprechen? Wer ist für Schriftsprache? Ich wäre für Berndeutsch. Oh, Berndeutsch ist langsam, mögen wir nicht durch bei dieser Stelle. So, Entschuldigung, Beat. Ja, okay. Dialekt okay? Ja. Super, okay. Dann kann ich mein Training, das ich gemacht habe, alles in die Chip schieben, das ist gut. Aber willkommen. Wir haben es gewagt, 70 Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und in eine Reorganisation einzubinden. Jetzt muss ich noch meinen Klicker an. Kann ich finden. Er muss ganz an einem bestimmten Ort kommen. Ja, wir haben uns ein bisschen an dem angelehnt. Wir sind also nicht nur das Huhn, sondern wir sind auch wirklich das Schwein und sind gemeinsam in das Vorhaben hineingestartet. In den nächsten Minuten werden wir euch die Reise oder die Geschichte erzählen, die wir gemacht haben, wie wir die 8 Teams oder die 70 betroffenen Leute involviert haben, wie wir uns vorbereitet haben auf das Ganze und zeigen euch da das Resümee, das wir daraus ziehen. Und das ist so ein bisschen grob der Inhalt, den wir euch werden präsentieren. Genau. Da ein kleiner rechtlicher Haftungsausschluss. Also wir haben das frei erfunden, was wir heute machen. Das sind, wir haben uns ein bisschen angelehnt an gewissen Frameworks. Ausprobieren ist immer erwünscht, aber bei Haftung noch nicht das, was wir da gehört haben und Anwendung nachher, die haben gesagt, wir müssen es so machen. So wäre es dann nicht gedacht. Also das einfach nur so ein bisschen offiziell zum Haftungsausschluss. Gerne werden wir uns gerade vorstellen. Wir haben in der Präsentation oder auch dann zugestellt bekommen, noch QR-Codes drauf, wo ihr uns kontaktieren könnt. Wir sind immer offen und teilen gerne das, was wir schon gemacht haben und können und wissen. Und wir lernen da gerne Neues dazu. Ich stelle gerade gerne Martin vor. Er ist 5 Jahre schon in der CSS als Scrum Master tätig, also seit wir angefangen haben mit dieser Transformation. Er ist eigentlich so ein klassischer Eric-Background. Er ist Familienvater. Als Hobby hat er Turnen, also ist aktiv im Turnverein. Und Gartenarbeit macht ihm Spass. Pflänzchen aufziehen, nachher dann essen davon, nehme ich an. Genau. Das ist ganz wirklich ein cooles Hobby. Der Manuel. Manuel ist also seit 5 Jahren Scrum Master bei CSS. Wenn er nicht gerade sehr engagiert bei uns unterwegs ist, ist er auch ein Familienvater. Er ist sehr viel verrossen. Er ist ein begnadeter Läufer, wenn er mal auf Datensport schauen kann. Ich glaube, so heisst die Firma. Ich finde ganz viele Resultate von ihm. Und wenn er sonst nicht am Laufen ist, ist er viel in der Natur. Das habe ich aufgeschrieben. Auch Musik machen macht er auch noch. Also wenn er mal Unterhaltung braucht. Ja. Genau. So hört zu uns, den Rest könnt ihr selber lesen. Machst du dort? Oder soll ich? Nein, ich komme nicht drauf an. Gut, um das Ganze, wo wir herkommen, ein bisschen in einen Kontext zu bringen, dass ihr auch versteht, warum sind wir dort so weit hergekommen, wie wir jetzt gekommen sind und können mit 70 Leuten eine selbstorganisierte Umstellung von Teams machen. Wenn wir euch kurz zeigen, was wir in den letzten 5 Jahren bei der CSS so alles gemacht haben. Selbstverständlich auf einem total hohen Level, schnell durchexerziert, nur dass ihr könnt euch ein bisschen vorstellen könnt, was da alles schon gegangen ist. Weil das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen Knall auf Fall machen kann. Das ist der Weg, den wir eingegangen sind. Ihr seht, das ist nicht ganz geradlinig. Geht nicht nur darauf, hat ein paar Loops drin. Und aber ist doch stetig am Steigen. Und wenn du noch einmal drückst, kommt mein erster Teil. Wir haben gestartet, eigentlich noch bevor wir einen agilen Weg eingegangen sind, haben wir wirklich träge von einer Fabrik. Wir waren eine IT-Fabrik. Wir konnten Sachen in die Fabrik hineingeben und wir haben etwas rausbekommen. Das haben wir auch funktioniert. Wir hatten ein ganzes Requirements Engineering, eine Abteilung mit 15 Leuten. Wir hatten eine grosse Softwareentwicklung und wir hatten ein Testing, das noch dann schön ordentlich über die Mauer gerührt worden ist, mehr oder minder, dann umgesetzt worden ist, nachher wieder getestet aufgrund von diesen Anforderungen, wie man es kennt, ganz schönen Wasserfall haben wir gehabt.
Genau, wir haben einen gewissen Druck bekommen auf unseren Kunden, weil wir haben einen Net Promoter Score gemacht, mal, wie wir ankommen als IT in dieser Komponentenstruktur oder der Fabrikstruktur. Und wir haben eine gnadenlose Rückmeldung bekommen für unseren Kunden mit einem NPS von minus 64. Das war der Auslöser für den Change. Also da hat man dann wirklich gemäss Kotter wirklich eine gewisse Urgency erwirkt. Oder? Und hat dann können, Knall auf Fall, auch mit dieser Urgency im Rücken, oder? Ein bisschen Wind, Knall auf Fall am 1.4. und das ist kein April-Scherz, 1.4.14, die Umstellung auf Scrum machen in der Softwareentwicklung. Also wir haben alle Teams, Komponententeams, die da existiert haben, aufgelöst, 21 Teams umgestellt, zwei Linien-Ebenen rausgestrichen, es hat keine Teamleiter mehr gegeben, keine Gruppenleiter mehr und Knall auf Fall sind wir in den Change so eingestiegen. Disziplinen haben wir mit Center of Excellence abgefangen, Spotify nennt das Chapter, wir haben Center of Excellence genannt. Das Requirements Engineering war so eine Disziplin, weil die Leute sind dann aufgeteilt worden auf die 21 Teams. Ich merke, 50 Requirements Engineer, 21 Teams geht nicht ganz auf. Es hat nicht überall einen gegeben in dem Sinn. Also gewisse Teams haben schon am Anfang müssen Requirements Engineering selber machen beispielsweise. Aber die Disziplinen hat man nachher dann in sogenannte Center of Excellence abgefangen. Requirements Engineering, Scrum Master, Testing hat es gegeben. Was uns nie so recht gelungen ist, sind Java-Entwickler dort irgendwo zu vertreten. Die haben sich nie so recht organisiert. Mittlerweile haben wir eine Angular-Gilde. Man hat kurz einmal eine IntelliJ-Gilde gehabt, die sich dann selber wieder auflöst. Und sie sagen, ja, jetzt haben wir das Wissen, wir müssen anwenden, das ist gut und so. Das hat man am Anfang schon so eingesetzt und funktioniert heute immer noch sehr gut, muss man sagen. Um die ganze Umstellung auch ein bisschen sichtbar zu machen, haben wir seinerzeit das ein bisschen zusammengefasst in einem eigenen Büchlein. Das ist schon die zweite Ausgabe, das kommt dann auch noch darauf. Das ist ein blauer Büchlein, wo wir die Rollen alle festgehalten haben. Wir haben so ein bisschen den Ablauf, die Prozesse da drinnen beschrieben, wie das bei uns läuft. Also der Agile Way of CSS, kann man so sagen. So ein kleines Manifest für uns, dass wir uns da ein bisschen dran halten können. Das war die erste Ausgabe gewesen. Genau, sind nicht nur für die Leute, die dort drinnen waren, sondern auch für das Umfeld. Also man hat nachlesen, was macht denn eigentlich ein PO, was macht ein Scrum Master und so, also die Rolle beschrieben und so weiter. Genau, danke für die Ergänzung. Skaliert haben wir über PO-Boards, also über POs, über die 21 Teams sind noch über POs skaliert worden. Also die handelt miteinander aus, was dann in nächster Zeit umgesetzt soll werden. Also sprich, wir haben viele Abhängigkeiten drin in diesen Teams zu anderen Teams und unsere Skalierung funktioniert auch über Product Owners. Ja, Regressionstest, also wir haben ja auch Tester eigentlich in Teams hinein da, also Teams an sich testen das, was sie neu bauen bei sich und haben die Qualität dort im Griff. Was wir aber nicht aufgelöst haben, bis heute nicht, ist ein gewisses Quality Gate im Sinne von, wir haben noch eine Abteilung Regression, die sicherstellt, wenn wir einen Release fertig gebaut haben in der Entwicklung, dass der Produktionsreife erlangt auf der Produktionsebene. Weil die Entwicklung integriert eigentlich ihre Release bis auf die Integrationsumgebungen. Nachher geht es über in eine produktionsnahe Umgebung und dort müssen wir schauen, dass das Ding wieder für alle Kunden gut läuft. Also es ist nicht so, dass wir mit allem glücklich sind, was da drauf ist. Das ist beispielsweise ein Thema davon. Das würde man gerne noch etwas anders machen, aber funktioniert halt heute so. Sprintlängen, wir haben vierwöchige Sprints per se, also alle Teams sind in 4 Wochen Sprints taktet. Es ist nicht lang gegangen, hat man das schon in Frage gestellt von gewissen Teams, weil das schlicht und einfach zu lang war. Viele Teams sind heute in 2 Wochen Sprintlängen unterwegs und sind einfach noch synchronisiert auf 4 Wochen. Also wir haben eigentlich einen 4-wöchigen Takt, wo alle Teams haben und viele, sogar die Mehrzahl der Teams, sind in 2 Wochen Sprints unterwegs. Ja, Integrationsteam, das ist auch ein Thema, das ist ambivalent diskutiert. Wir haben, wenn wir in einem von unseren 5 Releases, der am Entwicklungsende ankommt, muss das auf die produktionsnahe Umgebung gehen. Für das wird ein temporäres Team aufgebaut, das das schiebt auf Vorproduktion, wie wir dem sagen, und das dort integriert. Und das Team ist temporär für 2-3 Tage, bis die Sachen alle super integriert sind, weil bei uns unterscheidet sich eigentlich die verschiedenen Umgebungen doch noch erheblich und es braucht einen Moment, bis das einigermaßen stabil läuft.
Innovationstag, etwas ganz anderes, nicht im Entwicklungsprozess selber, sondern jeder Softwareentwickler, respektive jeder, der in der Softwareentwicklung tätig ist, hat dann irgendwie zu einem Zeitpunkt 5 Tage hat man den Leuten zur Verfügung gestellt pro Jahr, wo sie selber etwas machen dürfen. Also neue Technologien ausprobieren, etwas, was jetzt nicht gerade im Produkt zu gut kommt, vielleicht in naher Zukunft mal, aber nicht einmal zwingend. Da ist natürlich der Hintergrund, dass das auch wieder zurückfliegt, die Organisation, dass man das, was man hier machen darf, oder vielleicht auch einem anderen, ob man etwas ausprobieren kann, nachher auch wieder das Know-how weitergeht. Ja, die zweite Version vom Agile CSS-Büchli, das ist die, die ich hier habe. Für die, die Lust haben, könnt ihr gerne einen Blick reinwerfen. Ich glaube, müssen wir nicht mehr gross weiter ausführen. Wir haben zur Führungsebene gestrichen, haben wir gesagt, am 1.4.14. Durch das hat es relativ wenig Möglichkeiten für einen Karriereleiter. Man kann bei uns in der Softwareentwicklung, wenn man bis auf C-Level schaut, also bis in Konzernleitung, in 7 Leute am Stuhlbein sagen, wie man so schön kann sagen. Und dann ist man aber zu oberst, ausser noch Verwaltungsrat, also da hat es nicht mehr so viele Möglichkeiten gegeben. Und dann hat man nachher probiert, das eigentlich in den Disziplinen abzufedern. Sprich, dass man dort einen Maturitätsgrad reingemacht hat, dass man sagt, man ist irgendwie Junior-Entwickler, Senior-Entwickler, Senior-Expert und was auch immer. Man hat das definiert, man hat nachher so Fachlaufbahnen kreiert. Das ist ein Jahr lang recht intensiv gelebt worden, mit dem HR zusammen unterstützt und dann ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Das gibt es immer noch, wird aber nur am Rande gelebt oder vielleicht wieder mal für das Jahresgespräch, was bei uns immer noch geht, wieder vorgenommen oder reingeschaut, beispielsweise. Es gab Teile daraus, werden die anderen in gewissen Teams doch noch angewendet. Also Team-Soundings beispielsweise, wo es darum geht, Feedback hineinzuholen für sich. Das ist immer noch ein Überbleibsel, das stark noch gelebt wird. Mhm. Fit for Feedback. Wir wissen alle als Agilisten oder Teilnehmer von dieser Konferenz, dass auch Kommunikation ein zentrales Teil ist in dieser komplexen Welt, wie wir miteinander unterwegs sind. Für das sind wir auf Feedback angewiesen. Und das ist auch eine Erkenntnis gewesen. Wir haben alle Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung in eine Feedback-Schule geschickt. Da ist auch keiner drum herumgekommen. Das war wie eine Verordnung. Ja, nicht für alle ein Vergnügen gesehen. Das hat mit Videoaufnahmen und wirklich direkt am Anschauen, sich selber mal beobachten, wie man so reagiert, das ist nicht so einfach für Mitarbeiter. Es ist aber wirklich gut gesehen, hat eine Wirkung gehabt, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig extrem gesehen, auch kann man sagen. Irgendwann hat man gemerkt, dass die 21 Teams, die man dort mal am 14. geschnitten hat, vielleicht nicht mehr ganz dem entspricht, was heute gefordert ist. Die Teams sind relativ konstant geblieben, das ist ja per se gut. Gleichzeitig hat sich aber das Umfeld verändert. Man hat irgendwie auch eine ungleiche Auslastung. Da kommen wir nachher noch mehr drauf. Das ist mit unter dem Grund auch, warum dass wir uns wieder etwas anders aufgestellt haben. Genau, mit der Zeit haben wir auch gemerkt, dass Kultur halt auch etwas Wichtiges ist, also die Engineering Culture. Wir haben die Softwareentwicklung in 2 Abteilungen geführt, die geografisch getrennt sind, also durch 300 Meter Fußweg und 2 Rotlicht oder 2 Signale. Und das ist doch eine Distanz, die könnte auch gerade so gut sein, wie die Entwicklung in Bukarest wäre oder weiss ein Teufel wo. Also da haben wir dann ein Problem gehabt, dass sich da unterschiedliche Kulturen entwickelt haben und wir haben versucht, das ein bisschen in den Griff zu bekommen, dass wir wieder gemeinsame Werte und gemeinsame Prinzipien verfolgen. Wir haben da noch ein Plakat mitgenommen, für die, die Interesse haben, können nachher dort noch drauf schauen. Das sind so ein die Sachen, die wir uns auf die Fahne schreiben. Wir haben in den Teams, in den 21 Teams, relativ hohe technische Abhängigkeiten untereinander, auch fachliche. Das war am Anfang noch nicht so ein Problem. Es war mit sich selber ziemlich fest in Anspruch oder mit sich beschäftigt. Je höher die Maturität innerhalb der Teams wird, umso mehr wird das Problem außerhalb. Sprich, wir werden unabhängiger werden. Die ganzen Abhängigkeiten werden immer mehr zum Problem. Das ist dann irgendwo so Mitte 18 oder so immer mehr das Thema geworden. Also es hat etwa, ich sage jetzt 3 bis 4 Jahre. Ich meine, es war natürlich dort schon das Thema, im 14. Aber der richtige Pain ist irgendwie so, ich sage jetzt Ende 17 oder so etwas aufgekommen. Mhm.
Community Manager. Ja, das ist eines von der neueren CWs, das gibt es noch nicht ganz ein Jahr. Ich habe gestern am Lightning Talk kurz darüber geschwätzt für die, die dort sind. Also kurz gesagt, es gibt ein paar Typen bei der CSS Softwareentwicklung, die sich darum kümmern, in welche Konferenzen gehen wir. Und das läuft alles über den gleichen Kanal. So können wir sicherstellen, dass man nicht, sich erst auf der Konferenz trifft, wo man eigentlich nichts gewusst hat voneinander. Und versuche jetzt so möglichst das Optimale aus so Psyche rauszuholen, dass wir nicht können Wertschöpfung betreiben. Und das Zweite, was wir machen, ist die Präsentation auch von der Softwareentwicklung nach innen, also in CSS und auch nach außen, dass die ein bisschen, einheitlich erfolgt und über einen Kanal funktioniert. Also so ein bisschen Marketing für die Softwareentwicklung. Genau, das Produkt, das Projektportfolio-Management ist wie auch immer mehr zum Thema. Wir haben von unten her POs können pullen, aber von oben wird eigentlich immer noch gepusht. Also wir haben klassisches Projektportfolio-Management, wo in der KL irgendwo ausgehandelt wird, was dann bis wenn etwas fertig wird und so gespäss. Kann ich dir vielleicht bei euch auch. Das wird auch immer mehr zum Thema. Es ist immer wieder schwieriger oder respektive es kommt mehr, es gibt eine höhere Pain. Und wir sind jetzt dort dran, eigentlich seit fast ein Jahr, glaube ich, ist man dort am schauen, wie man das umstellen will. Das ist nicht ganz einfach. Man hat schon ein paar Anläufe genommen. Man ist jetzt aber, glaube ich, auf einem guten Weg, da das wirklich auch Lean hinzubringen. Ja, und dann ist vor ja, ziemlich genau einem Jahr ist, so ein Thema aufgekommen, dass wir uns wollen, Teams ein bisschen näher zusammenbringen und wir haben zu den Stream-Gedanken mitgenommen, wo sie verschiedene Frameworks angibt und über das, was das da passiert ist, werden wir jetzt dann noch ziemlich viel hören, also werde ich jetzt gar nicht mehr gross darauf eingehen. Dann hat es eine neue Version gegeben, nicht mehr von diesem Büchli, aber eigentlich vom Inhalt. Mittlerweile sind wir doch in der Digitalisierung angekommen, das ist jetzt online verfügbar, mit ganz vielen Links drauf, auf, im Confluence und so weiter. Das ist jetzt einfacher, man muss es auch nicht mehr printen, wenn es eine frische Version gibt, das ist jetzt ständig up to date. Ja, das zu dem. Genau, zum Schluss haben wir eigentlich jetzt so Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr, die ganze IT ein bisschen neu strukturiert. Alle sind jetzt so in dieser Stream-Organisation unterwegs, was das ist. Kommen wir eigentlich jetzt gerade auf der nächsten Folie dazu. Das gehört auch noch ein bisschen zum Kontext, bevor wir dann einsteigen, was wir jetzt effektiv dann gemacht haben in dem Workshop. Nur, dass ihr ein bisschen ein Bild bekommt. Wir haben einen Chef, wie das wahrscheinlich alle von uns haben, wenn wir nicht gerade eure eigene sind. Und darunter die Abteilungen. Die sind noch klassisch, quasi silomässig bei uns getrennt, kann man so sagen. Also wir haben so ein bisschen Betriebs, Cluster, Architektur und Tools, Entwicklung als die grösste Abteilung da drin und Support. Da in der ganzen IT-Klasse sind etwa 300 Mitarbeiter bei der CSS. Wir reden aber jetzt heute eigentlich nur um den grünen Teil, die Softwareentwicklung, das sind 150 Mitarbeiter. 23 Scrum-Teams in 6 Streams. Also Martin hat vorhin erzählt von den Abhängigkeiten, die wir haben davon gespürt und wo ein Pain geworden ist. Wir haben versucht, jetzt so herauszufinden, welche Teams müssten dann näher zusammen sein, damit wir weniger Abhängigkeiten zu managen haben, dass wir das innerhalb von einem Cluster drin kann handeln kann, also unter den Teams selber. Und so sind eigentlich dann die Streams entstanden. Und heute reden wir eigentlich über 2 spezifische Streams. Ich glaube, man kann das hinten wahrscheinlich gar nicht so gut lesen. Das ist einerseits der Stream Vertrieb und Kundenbetreuung. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, welche 2 Streams, sondern es geht eigentlich mehr darum, zu verstehen, es sind 2 Streams beteiligt. Also die 70 Leute, da reden wir immer von 2 Streams. Zusammen sind das 8 Teams gewesen, die dort dabei waren. Hier noch andeutend sehen wir da die Center of Excellence, die wir bereits vorher auch noch angetönt haben. Genau, die Teams die haben wir eigentlich so ein bisschen in Pilotwelle gemeinsam, also die 8 Teams gemeinsam in Streams organisieren. Das hat eine gewisse Dringlichkeit gehabt, weil das Team Kundenbetreuung, das ist unter Lieferdruck gestanden, das hat man stärken. Auch mit der Umorganisation hat man ein bisschen einen Shift machen gleichzeitig in den Stream, damit man dort mehr Output liefern fürs Business.
Und bei den anderen Teams war eigentlich die Umstellung gar nicht so dringlich gewesen. Darum habe ich gesagt, da haben wir vor einem Jahr angefangen. Die letzten sind jetzt, glaube ich, Anfangsjahr umgestellt worden auf die Organisationsform. Die zwei Streams sind betroffen gewesen, weil wir eben eigentlich Leute schiften vom einen zum anderen. Und zum anderen, wie der Manuel gesagt hat, sind die fachlich oder technisch sehr nah beieinander. Das vielleicht noch als Ergänzung zu dem. Genau. Dann kommt man, glaube ich, zum Warum. Warum haben wir das Ganze gemacht? Kannst du vielleicht noch eins weiterdrücken? Ja, das würde ich gerne. Ja, wir haben noch ein schöne Bildchen. Wir haben in diesen Streams zum Teil sehr ungleiche Auslastungen gehabt, zum Teil sogar saisonale Auslastungen, wo Leute so, ich sage jetzt Ende Jahr, wir haben so ein Herbstgeschäft in der Krankenkasse klassisch, sehr hohe Auslastung gehabt haben, also zum Teil dann auch Überstunden haben müssen bolzen und dann so Frühjahr, Sommer, so ein bisschen unter dem Motto rechts oben im Liegestuhl liegen und nicht recht wissen was. Das hat dazu geführt, dass das die Leute nicht unbedingt happy gemacht haben. Also wir haben das Glück, dass wir nicht Leute haben, die sagen, ja, ist cool, ich habe nichts zu tun. Dann bleibe ich im Bürostuhl liegen, sondern die sind unzufrieden worden und gesagt, ja, aber ich bin eigentlich nicht da, einfach rumliegen, sondern ich möchte etwas bewirken, ich möchte etwas machen können, ich möchte coole Sachen können umsetzen. Dazu geführt, dass nachher dann Leute von saisonal wechseln haben in andere Teams. Das ist das eine. Das ist fachlich bedingt. Also wir haben dann eben ungleiche fachliche Backlogs in diesen Teams. Wir haben People to Work in dem Sinn gehabt. Also wir haben das nicht unbedingt wollen, aber die Leute haben das zwar selber gefordert und auch selber umgesetzt, statt eigentlich Work to People. Also wir haben Teams dann auch saisonal auseinanderbringen. Das andere haben wir schon ein bisschen gesagt. Wir haben fachlich bedingte Verschiebung gehabt. Das Fach hat eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich in der Kundenbetreuung, das ist das ganze Kontaktcenter, Callcenter bei uns, wollen wir mehr Innovationskraft geben. Dort brauchten wir mehr Output. Also würden wir mal denken, mit Leuten shiften, würde das funktionieren. Also hat man Leute vom einen Stream in den anderen. Und das dritte eigentlich Grund, warum wir es gemacht haben, ist, wir sind klassisch von Komponenten hergekommen. Also es waren Komponententeams, hat jeder seine Komponente gehängt und sein Gärtchen gepflegt und ja, niemand reintrampen. Und es hat auch niemand gewusst, was diesem macht, ausser über die Schnittstellen. Und das hat nachher eine sehr hohe technische Abhängigkeit gehabt. Und die haben wir in diesem Zusammenhang auch auflösen, dass nachher dann weniger Abstimmung ist. Vielleicht was fast am schlimmsten ist, gerade der erste Punkt, ungleiche Auslastung, ungleiche fachliche Backlog. Wir hatten zum Teil Teams, die Däumchen gedreht haben und andere, die eigentlich strategisch wichtige Projekte hätten umsetzen sollen, gar nicht können, weil sie schlicht und einfach den Backlog gefolgt haben. Also wir konnten auch nicht an diesen Sachen arbeiten, die eigentlich für die CSS wichtig waren. Das waren nachher so die Gründe, warum man das gemacht hat. Und das war nachher dann auch eigentlich die Quintessenz, dass man gesagt hat, wir müssen hier die Streams frisch organisieren. Genau, das war etwa das, glaube ich. Ja. Gut, wir haben für solche Workshops mit sehr vielen Leuten braucht es gewisse Vorbereitungsphase. Ich versuche jetzt ein bisschen zu erzählen, wie wir dort eingestiegen sind, wie das entstanden ist überhaupt, dass das selbst organisiert hat können passieren. Weil das ist nicht ganz so selbstverständlich, weil es hat eigentlich so angefangen. Also die Reorg ist eigentlich als Idee so da gesehen, dass man die hat wollen, top-down, wie man es da sieht. Kästchen malen, die Leute zu ordnen und das eigentlich so definieren und dann ausrollen und die Leute mit dem konfrontieren. Wir Scrum Master haben aber von dem ein bisschen Wind mitbekommen und haben gedacht, ja, da müssen wir irgendwie eingreifen. Wir alle arbeiten in Scrum, wir wollen selbst organisiert sein, aber bei solchen Sachen traut man uns das dann nicht zu oder will das nicht zulassen. Und da haben wir so ein bisschen interveniert oder beziehungsweise gesagt, ein bisschen engagiert und haben gesagt, hey, liebe Manager, komm, überlassen wir das Game, wir verlassen unsere Komfortzone da damit, und zwar nicht schlecht, oder? Also wir haben, sind da recht weit zum Fenster ausgelehnt und haben ihnen gesagt, wir würden wollen in das Change-Team hineingehen und die Moderation und die Vorbereitung von dem Change vorantreiben. Und so haben wir als Scrum Master dann sind wir eingestiegen, haben das Moderationsteam auf die Beine gestellt, das sich dann vorbereitet hat auf die ganze Geschichte. Wir haben auch
Manager fairerweise dabei gehabt, selbstverständlich. Wir haben versucht, in diesem Workshop immer einen von den Line-Manager dabei zu haben und versucht, den Sync sicherzustellen zu den Line-Manager. Das hat aber mehr schlecht als recht funktioniert, weil es ist immer ein anderer gekommen. Da hat es immer wieder anders gesehen und hat wieder anders mit in die Linien-Diskussionen mitgenommen. Und da sind wieder andere Inputs von der Linie zurückgekommen. Das ist ein bisschen ein Hin und Her gewesen. Das hat also nicht so optimal funktioniert. Weil man hat auch irgendwie verschiedene Ansichten gehabt, wie etwas muss sein. Und ja, vielleicht hat ihnen Transparenz gefehlt, vielleicht hat ihnen das Vertrauen in uns gefehlt. Vielleicht haben sie gemerkt, dass wir uns fest zum Fenster auslehnen und haben Angst gehabt und uns am Kragen packen. Irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Also das Empowerment haben wir eigentlich nicht gehabt von der Linie. Es war mehr so eine Delegation. Ja, machen wir mal, aber die Kontrolle liegt dann noch bei uns. Also wenn wir dann irgendwie etwas haben, dann müssen wir dann auch noch kontrollieren. Ebenfalls ist es so ein bisschen gesehen, und das haben wir aber eigentlich so wie abdelegiert in der Linie. Sie müssen die Rahmenbedingungen vorgeben für die Reorganisation. Schlussendlich müssen sie es ja auch tragen. Also sie haben die Rahmenbedingungen gemacht, wie hey, wir sind dann immer noch in Scrum-Teams organisiert. Also wir gehen nicht den Weg, zum Beispiel wieder 20 Teams zu machen oder so etwas. Scrum Master werden professionalisiert, ist zum Beispiel so eine Rahmenbedingung gewesen. Also wir haben immer das Scrum Master gehabt, die haben 50% entwickelt oder RE-Tätigkeit gehabt. Und Scrum Master-Tätigkeit, also jetzt sind wir richtig professionalisiert gegangen und sind Fulltime Scrum Master. Nun, die meisten jetzt aber mit mehr als einem Team, was dann auch wieder zu einer rechten Belastung wird. Genau, das war so ein der Anfang, so ein die Vorgeschichte. Und dann sind wir als Scrum Master dann eingestiegen, so in den ersten Workshop, und haben uns damit auseinandergesetzt. Das ist eigentlich so ein Change. Ich kann mich erinnern, ein Video geschaut vom Professor Dr. Kruse, so ein Change-Management mit einem grauen Bart, leider schon verstorben, vor 2-3 Jahren, meinte ich. Ja, für ihn ist Change so ein bisschen etwas, das vom einen stabilen Zustand zu einem nächsten stabilen Zustand führen soll. Weil im unstabilen Zustand von einer Organisation kann man nicht produktiv sein. Das ist so ein bisschen sein Approach. Also wir haben das so ein bisschen als Bild genommen, jetzt möchten wir zwar ein bisschen Ruhe, aber nachher werden wir eigentlich wieder ein stabiles System haben. Das ist so ein bisschen unser Hintergedanke gesehen. Was uns noch wichtig ist, haben wir auch uns auf die Fahne geschrieben. Wir wollen fair sein, transparent, wir wollen die Leute involvieren, wir wollen einen Spielraum haben, der klar ist in den Leuten, wie weit man gehen kann. Beispielsweise auch das Bewusstsein, dass wir nicht eine 100%-Lösung auf den Tisch bringen. Das Problem ist schlichtweg komplex, um einfach zu sagen, das ist jetzt die perfekte Lösung, sondern wir müssen irgendwie eine Sicherheit haben, ja, das ist genug gut, um jetzt anzufangen, und es ist auch genug sicher, dass man nicht irgendwie nach zwei Sprints wieder umgeht. Genau. Wie gesagt, wir haben ja mit zwei Streams zusammen das vorbereitet. Wir haben uns auch in diesem ersten Workshop darauf geeinigt, dass wir zusammen weiter die Vorbereitung treiben und das nicht trennen. Einfach schlicht aus dem Grund, dass wir voneinander von der Methodik profitieren und verschiedene Einsichten auch noch bekommen. Und was in diesem Workshop am ersten auch noch passiert ist, HR, Einbindung. Also wir sind uns bewusst geworden, ich glaube, wir müssen HR da mit ins Boot nehmen. Erstens ist der Human Factor. Wir sind zwar Scrum Master und sind Human Factor gewöhnt, aber ich glaube, da hat das HR einfach noch ein bisschen mehr Skills, das noch mehr reinzubringen. Und der andere Punkt ist die Grossgruppenveranstaltungen. Veranstaltungen mit 70 Leuten wirklich gut aufzugleisen und ein bisschen zu wissen, wie die Dynamiken sind in so einer grossen Gruppe, da hat uns HR gut können unterstützen. Genau, wir sind weiter in unserer Vorbereitungsphase. Wir haben das versucht, so ein bisschen mit einem Storymap-Ansatz zu machen, so einen Backbone mal zu setzen. Was sind denn so Steps, mögliche Steps in so einem Ablauf von dem Change? Das hat sich eigentlich noch bewährt, weil wir hätten können so sagen, hey, wir sind auf der Flugebene X und wir reden jetzt über die groben Teile und nicht über die Details, die wir dann irgendwann schon noch organisieren müssen, aber jetzt reden wir mal über die groben Sachen und haben so versucht, uns ein bisschen strukturiert durch die grosse Arbeit durchzubringen. Wir haben uns dann nachher können fokussieren, nachdem dass wir uns einig sind, wie etwas so der grobe Backbone ist, wie fangen wir denn eigentlich jetzt an? Wir haben uns in dieser 7er-Gruppe in zwei Teams aufteilt.
und haben die zwei wichtigsten Sachen angefangen, nämlich so die Vorbereitung und die Informationsaufarbeitung. Ist eine Gruppe gesehen und eine Gruppe, die sich dann wirklich tatsächlich um den echten Workshop gekümmert hat. Ich weiss nicht, der kurze Abriss, das geht wahrscheinlich auch so, das typische Workshop-Dilemma haben wir dort aufgedeckt. Wir müssen irgendwie Räume schon fixen, wir müssen den Termin fixen, wir müssen wissen, wie lange das schon geht und wie wollen wir es strukturieren, wir wissen gar nicht, was eigentlich der Inhalt ist. Und das ist total ecklig und völlig unagil. Ja, das ist gut, wenn man flexible Möglichkeiten hat, aber das hat man manchmal nicht, wenn man grosse Räume beispielsweise braucht. Wir müssen extern irgendwie in einem Hotel so Konferenzräume besetzen, das muss man recht früh im Voraus machen. Also da muss man gewisse Entscheidungen aus dem Bauch fällen, die dann vielleicht halt unglücklich sein können. Wichtig ist, zu schauen, dass man sich doch Optionen offen behalten, dass man Vor- und Nachgeben kann. Vielleicht schnell Einschub, hat es vielleicht unten gesehen? Oh ja, das ist eine Timeline. Wir waren hier relativ lange unterwegs in der Vorbereitung, aber zu dem kommen wir nachher noch. Aber genau. Sehen wir sehen, wo sich der Manuel gerade befindet. Genau, wir sind jetzt eigentlich schon im dritten Monat von der Vorbereitung. Wir haben verschiedene Iterationen in diesen Teams durchgemacht und auch uns gegenseitig wieder reflektiert. Hey, was habt ihr hier vorbereitet und was haben die anderen gemacht? Inputs wieder gesammelt. Aber ich muss sagen, da haben wir wirklich, also zum Beispiel, ich bin in der Gruppe Info, Information aufbereitet dabei gewesen und Vorbereitung, was muss alles in der Vorbereitung passieren. Und ja, also das ist fast in der Doktorarbeit ausgeartet. Oder? Also wir haben da, den Anspruch gehabt, Fairness und Transparenz und haben da sehr viel investiert. Also, wir haben, also ich glaube, das ist ein Zeichen gesehen dafür, dass wir unsicher sind, hey, verstehen uns eigentlich die Leute, was wir machen wollen. Deswegen haben wir immer wieder das Rad von vorne, hey, was müssen wir ihnen noch für Informationen geben und wann müssen wir was sagen und wie sagen. Und das ist ja, ein Zeichen dafür, dass man eigentlich unsicher ist, ob die Leute überhaupt dabei sind. Ich glaube, man muss die Leute früher dazu nehmen, aber das, zu dem kommen wir dann noch. Genau. Wir haben uns aber vorgenommen, das wirklich auch face-to-face zu informieren, dass der Abteilungsleiter zu den Leuten geht und das erzählt, was wir da vorhaben. Und die Workshop-Gruppe, die ist, oh, jetzt bin ich zu weit, die ist schon ganz ähnlich unterwegs gewesen, oder? Die hat extrem viel Wert auf Details und Eventualitäten gelegt. Also wenn das passiert, müssen wir das machen, wenn das nicht passiert, könnten wir es so machen und wenn es dann so ist, dann das. Also wir haben ganz viele Eventualitäten sich ausgedacht, wie in so einem Workshop dann abläuft. Wir haben das komplexe Problem mit einer komplizierten Methode erschlagen. Das ist eigentlich schlicht nicht möglich. Also ich glaube, da ist es wichtig und ich glaube, das ist ein Zeichen auch für die Unsicherheit oder unsere Komfortzone, die wir hier verloren haben. Wir haben uns eine gewisse Sicherheit schaffen, mit diesen Szenarien uns ausdenken, wie das gehen könnte. Ich glaube, wenn man erfahren ist und einen grossen Rucksack hat und das öfters schon gemacht hat, kann man nachher dann auch aus dem profitieren und immer so einem Workshop spontan auf vielleicht Ereignisse reagieren. Aber wir haben das nicht können und haben uns da Sicherheit geschaffen mit Detailarbeit. Also wir haben klassischen Wasserfall gemacht, wir haben zuerst ganz viel Konzeptarbeit gemacht. vielleicht wegen der Zeit, oder? August, September, Juli ist irgendwann natürlich, ja, das sind Sommerferien, es ist eh nicht mehr rum, da kannst du keinen Workshop machen. Das ist dir gerade noch so irgendwie wie recht gekommen, oder? Wenn man vielleicht den Druck hat, dass man irgendwie bis im Juli hat müssen fertig sein, dann hat man es vielleicht noch vor der Sommerferien reingedrückt. Dann haben wir gesagt, ja, das bringt man jetzt gerade nicht, auch noch mit den ganzen Informationen und so. Der Abteilungsleiter muss auch noch Zeit haben, also mal seine zwei Slides machen, die er präsentieren will. Und nachher dann kommst du noch zu den Räumen, weiss ich nicht. September nachher. Nein, das kannst du schon nachher dann noch umgezogen. Also man hat dann die Streams ja frisch gebildet und nachher dann auch gerade die frischen Büroräume gemacht, dass die Leute dann können zusammensitzen können. Und das hat dann auch, das ist erst im September, respektive glaube ich sogar Anfang Oktober, hat das können stattfinden, rein vom Facility Management. Wir sind in einer grossen Firma, irgendwie 2.500 Leute. Nicht alle in Luzern mal verstanden, aber da hat man das Facility Management, wo man da ins Boot nehmen muss. Die sind auch nicht ganz so schnell. Man kann nicht einfach schnell einen frischen Raum nehmen und dann dort die Leute rein tun. Also, das hat ja noch da drin gespielt und gesagt, ja gut, dann machen wir es im September, können wir einen Workshop machen und dann gerade umziehen nachher dann. Vielleicht noch ganz kurz, warum eigentlich Self-Designing-Team-Workshop? Das ist eigentlich aus dieser Workshop-Gruppe rausgekommen. Wir haben die Leute in dieser Gruppe gehabt, die haben den Use Case von der BMW, ich weiß nicht, wer kennt den Use Case Self-Designing-Team-Workshop aus der Less Practitioner-Schulungen. Ist uns der bekannt gewesen und ich glaube,
Das war für uns das richtige Mass an Involvement, gewesen, wo wir die Leute mitnehmen und mithelfen zu organisieren. Wir wollten nicht zu viel Selbstorganisation. Wir haben zum Beispiel nicht getraut, halt die Leute einfach zu nehmen und zu sagen, hey, Open Space, wir haben das Problem, wir haben diese Constraints, jetzt müssen wir zusammen eine Lösung finden. So weit haben wir nicht getraut oder nicht können gehen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen an einer Struktur festhalten. Und es ist aber auch kein gespültes Involvement. Also wir haben echt die Leute mitgenommen. Oder? Das ist noch wichtig zu sagen. Gut. No. Ja, ich glaube, das war es so ein bisschen. Gewesen. Ich habe noch ein paar Facts dazu, was ich noch zusammengetragen habe in der Aufarbeitung. Investment, ich bin auf ca. 150 Stunden gekommen. Einfach bei der Vorbereitung mit diesen Teams, mit diesen Workshops, mit den Linienabgleich und so weiter. Sounding, die wir gemacht haben mit den Leuten, um zu wissen, kann das ungefähr funktionieren. Wir haben 7 Scrum Master in der Vorbereitung gehabt, jemand aus dem HR und jeweils jemand aus der Linie. Und gegen Schluss sind wir auch regelmässig den Status weitergeben am grossen Linien-Meeting. Darum sind dort noch die anderen 5 Line-Manager in Klammern. Die Vorbereitungstour, ja, 3 Monate, ist eine wahnsinnig lange Tour. Der Martin hat es aber schon ein bisschen angetönt. Sommerferien, vielleicht auch eine Ausrede gewesen. Wir wollten aber auch den Workshop so hoch wie möglich am effektiven Umzug platzieren, damit man nachher eine gewisse Unmittelbarkeit hat, wenn man umorganisiert ist, wird man auch nachher in die Räumlichkeiten gehen und zusammen loslegen. Und wenn man das vor der Ferien irgendwie durchgemacht hat und erst im Oktober umgezogen, das wäre auch eine ungünstige Situation gewesen. Ja. Genau. Und dann kommen wir, glaube ich, zum Ablauf. Genau. Durchführung. Wie haben wir das nachher angegangen? Wir haben gesagt, du kannst mir sonst sagen, ja. Wir haben gesagt, wir machen jetzt 2x einen halben Tag. Das müsste eigentlich länger so Vorbereitung. Wir haben gesagt, wir würden das nicht an einem Tag machen, weil wir das Gefühl haben, das ist einfach auch recht ermüdend. Nach einem Tag dann bist du irgendwie nicht mehr fähig, noch etwas zu machen. Das haben wir gesagt, 2x einen halben. Einer ist ein Nachmittag mit Apero am Abend. Da kann man dort noch in einer lockeren Atmosphäre sich austauschen. Das war absolut gewollt gewesen. Alkohol löst vielleicht auch noch ein paar Probleme oder auch sicher Zunge, je nachdem. Und nachher den Tag darauf, eigentlich unmittelbar nach dem Vormittag, mit einem Stehlunch, um das Ganze abschließen. Den Ablauf habe ich hier hinten. Schön drauf, das war unsere Vorbereitung. So sind wir es angehen. Wir haben den Leiter Softwareentwickler eigentlich nicht wirklich mit dem Workshop gehabt, und zwar sehr bewusst. Er hat zwar ein bisschen Mühe damit gehabt, nicht weil er wollte mitmachen, sondern weil er hat gesehen, wie es funktioniert. Das hat ihn wirklich sehr interessiert und das Gefühl gehabt, hey, ich möchte eigentlich mit dabei sein und spüren, wie die Leute funktionieren. Und wir haben aber das Gefühl gehabt, ja, ich glaube, du beeinflusst dann einfach auch zu fest. Und darum hat er am Anfang eine Keynote halten können, kann sagen, wie wichtig das er findet und dass er das total toll findet und er an uns glaubt. Das hat er wirklich auch sehr gut gemacht. Und nachher am Schluss ist er eigentlich noch mal ein Resultat würdigen. Das hat man ihm dann auch präsentiert, was wir dann zweimal einen halben Tag gemacht haben. Das hat er am Schluss ist er noch mal gekommen und eine Würdigung gemacht. Und dann auch am Apero ist natürlich am Abend auch dabei gewesen, wollte wissen, was ist jetzt gegangen und so. Und nachher dann am Stehlunch natürlich auch. Nachher haben wir die Rahmenbedingungen die Leute mitteilt, die dann für den Workshop sind, relativ unspektakulär. Dann haben wir miteinander Erfolgsfaktoren erarbeitet. Das hat dann so ausgesehen. Dann haben die Leute eigentlich selber gesagt, was haben sie das Gefühl, brauchen wir, dass der Workshop ein Erfolg wird. Und da sind schon spannende Sachen drauf. Da steht beispielsweise irgendwo drauf, alte Fronten auflösen. Also, das ist nicht irgendwie von uns gekommen, vom Moderatorenteam, sondern das ist wirklich von den Leuten gekommen, die mit dabei waren. Es steht darauf, die Zustimmung aller, ob wir das erreicht haben, sehen wir nachher noch. Ehrlichkeit, Offenheit, offen für Neues, so ein bisschen Flexibilität war gefordert gewesen, persönliches Engagement. Ja, das ist noch das wirklich gute Sachen rumgehabt. Also man hat gemerkt, den Leuten ist das wichtig. Sie haben sich da auch eingebracht. Nachher haben die POs ein bisschen so ein bisschen in die Zukunft geschaut, was wird denn jetzt in nächster Zeit auf sie zukommen, auf die Leute in diesen Streams. Was steht etwa an? Fachlich, welche Projekte sind etwa im nächsten halben Jahr? So ein bisschen, vielleicht auch ein Jahresausblick. Also wir planen nicht ein Jahr im Voraus Projekt, aber man weiss etwa, ja, das steht etwa an. Dort werden wir wollen durch. Das ist unsere Vision von unserem Produkt. Das sind wir nachher angegangen und es haben die Leute nachher dort so mitgeteilt bekommen. Wir haben nachher in der ersten Iteration mal probiert, die Streams zu gestalten.
Das haben wir gemacht, also wir haben da zwei Streams und das heisst rund 40 Leute am einen Ort und 30 Leute am anderen Ort. So Grössenordnung. Und wir haben dann dort zuerst die Bund durchmischt. Weil es hat den Vorteil, die Leute haben da gewusst, wir sind in diesem Team, das wird in diesen Stream verliebt und die Kundenbetreuung war relativ konstant. Dort waren die Leute nicht gross durchmischt, respektive es ist schon bekannt, sie werden dort etwa mit dabei wird sein, Grössenordnung. Wir hatten dort aber ganz bewusst eigentlich die durchmischt, wirklich bunt, von allen Orten mit dabei und nachdem dann gesagt, und du tust jetzt Stream Kundenbetreuung, du Stream Vertrieb und das sind vielleicht gar nicht nur alles Leute, die jetzt den Hintergrund von dem gehabt. Und das hat wirklich spannende Diskussionen gegeben. Zum Teil dann auch Ideen halt so aufkommen, die vielleicht sonst nicht gekommen wären, wenn man immer in seinem Kabäuschen ist und seinen Blick halt vielleicht nicht so auftut. Dann haben wir die Sachen, die sie erarbeitet haben, immer wieder präsentiert. Also sie haben es nachher dann in allen Leuten präsentiert. Und dort hat es nachher auch so eine Vernissage gegeben, das sehen wir hier. Es hat noch so Plakate gegeben, wo sie vorgestellt haben, wie sie sich das vorstellen, da, Grössenordnung. So ihre Idee, die sie jetzt in dieser Gruppe ausgearbeitet haben. Und die Vernissage war nach einer Pause gleichzeitig. Es hat jemand dort stehen und die Leute konnten rumlaufen, draußen im Pausenraum, respektive eigentlich nicht im Working Space, sondern jetzt wieder am Gang draussen, haben sie eigentlich können miteinander diskutieren. Und da innen wäre jetzt einfach ein Stand am anderen gewesen. Da hätte man rumlaufen und alles nochmal anschauen, was man vorher schon präsentiert bekommen hat. Wir sind nachher dann in eine zweite Iteration gegangen. Und zwar haben sich dort noch eine Gruppe selber gebildet. Und zwar um die Lösung, die sie das Gefühl haben, dort möchte ich gerne weiter daran arbeiten. Also das ist erst mal so ein es war ein Wählen, das durchgehen nicht. Es ist vielleicht auch ein, zwei Lösungen gar nicht weiter bearbeitet worden. Es waren eine grössere Gruppe. Es hat aber eigentlich noch recht gut funktioniert. Nachher dann haben sie also die Sachen weiterentwickelt. Nachher zum Abschluss von dem haben wir so das Voting by Feed gemacht. Ich habe hier noch so, das war ein anderes Plakat, beispielsweise, das dann so ausgeraffelt worden ist. Wir sind also nicht Indianer mit Stämmen und Clan, aber das war beispielsweise eine Idee, wie wir das machen können. Und wir haben dann nachher am Abend dort auch noch das Ziel gehabt, dass den Avatar zugeordnet worden sind. Es hat jeder zur Vorbereitung von diesen Beteiligten einen Avatar bekommen von sich und dann konnte er dort drauf können, seine Disziplinen, seine Kompetenzen drauf tun, damit nachdem, wenn man Teams zuordnet, dann jemand sieht, haben wir denn alles, was wir brauchen. Sie haben sich müssen überlegen, was brauchen wir in diesem Team. Und so hat man dann schauen, ja, müsste jemand klappen, wir haben Java entwickelt, wir haben einen Siebel-Entwickler, was auch immer. Nebst dem, dass sie natürlich einander auch können. Das war so Abschluss der erste Tag gewesen. Ich komme dann noch dazu, was dann passiert ist. Der zweite Tag haben wir zuerst gedacht, ja, wenn es am einen Ort nicht so gut klappt, brauchten wir noch ein bisschen Reserve, vielleicht eine Iteration mehr. He. Haben wir aber gesagt, nach dem ersten Tag, dort brauchen wir nicht. Dann Vorbereitung für die Präsentation für den Stream. Also wir haben am Vorabend ja gesagt, okay, wir wollen eigentlich zuerst im einen Stream und im anderen Stream es zeigen. Und nachher den Tag darauf nochmal aufbereiten. So, vielleicht nicht alle, aber aus jedem Stream eine Lösung, die sie vor der Voting by Feed, also wo sie zu der gelaufen sind und gesagt haben, ich glaube, das wäre eigentlich die Lösung, die wir gerne weiter treiben. Dann hat man die vorbereitet und dann hat man einen Confidence Vote gemacht. Also so, glaube ich an die Lösung, könnte es gut kommen. Das ist noch nicht irgendwie irgendein Konsens oder so, sondern es ist einfach so ein Gefühl, so ein bisschen das Gefühl in den Raum bekommen, wie sind die Leute damit, wie können sie damit umgehen, was gerade geht. Das war das Ziel da, nach einer Vorstellung von der Arbeit des Streams Design über alle. Und nachher dann war das Ziel, dass man nochmal Buffer hatte, wenn es geklopft hat irgendwo. Dann haben wir gesagt, dann würden die Personen zu diesen Teams gehen, würden sie wählen, wodurch das geht. Und nachher dann gibt es eine Feedback-Runde, Würdigung Software, Leiter Softwareentwicklung, Stehlunch. Alles schön und gut, jetzt habe ich das Viertel vergessen. Das wäre das gewesen. Da sieht man etwa, wie gross das ist, ich in Action. Und wie viele Leute da mit dabei waren und die verschiedenen Wände, die dann da aufgestellt waren. Wie ihr seht, haben wir die Kultur auch irgendwo im Mittelpunkt gestellt. Und ja. Der Dani Tobler war auch dabei, gewesen, wenn die einen oder anderen kennen. Vielleicht hat er nicht so Freude in dem Viertel, aber. What happens really? Eh? Das ist noch etwas passiert. Also wir haben alles schön vorbereitet, wir haben uns auch noch ein paar Gedanken gemacht, was könnte passieren, dann rechnen wir noch ein bisschen Puffer einrechnen. Der erste Halbtag ist eigentlich relativ smooth über die Bühne. Er hat relativ gut funktioniert. Wir haben aber schon gleich gemerkt, im einen Stream hart es wahrscheinlich ein bisschen mehr, ist auch nachvollziehbar. Die Leute haben sich viel mehr
Stellen durchmischen. Sie haben noch nicht so fest zusammengearbeitet wie in diesem. Und das ist eigentlich relativ gut über die Bühne. Was nachher am Abend passiert ist, und das haben wir eigentlich nicht ganz so gedacht, wir haben schon gedacht, den Austausch wetten wir. Es ist aber eigentlich nochmal eine dritte Iteration eingestreut worden. Also man hat dort wirklich, es hat sich ein Team gefordert, das ist ja auch cool eigentlich, also sehr viel Engagement, wo eigentlich dann dort nochmal eine Lösung für das Team, das einfach ein bisschen geharzt hat, dort eigentlich noch beigestellt hat, dass wir überhaupt am Tag drauf können arbeiten. Das ist nachher passiert, das ist eigentlich cool. Es haben sich aber dann vielleicht durch das auch ein paar Leute abgehängt gefühlt. Wir sind nicht alle dort gestanden, haben aber auch nicht alle Wellen. Also, aber es hat sich dort eigentlich eine Gruppe gefunden, die dort oben eigentlich wirklich nochmal eineinhalb Stunden praktisch dort gestanden ist und miteinander diskutiert und harte Diskussionen geführt worden. Manuel ist jetzt mit drinnen gewesen und eigentlich nochmal eine Lösung, eine frische Lösung ausgearbeitet haben für den Stream. Zweiten Halbtag haben wir nachher dann die Stream aufteilt dann, schon relativ früh, geschaut, wie es jemand aufgeht. Und dort hat es eigentlich im einen Stream, bei diesen Confidence World, hat es einen ziemlich gehäschert. Dort sind Leute unzufrieden gewesen, sie haben gesagt, ich fühle mich nicht wahrgenommen und ich fühle mich ein bisschen beschissen in dem Sinn, mache ich dann gleich, was ihr wollt. Und dort hat es ein bisschen gehäschert. Den einen Stream haben wir aber eigentlich super können durchziehen. Also dort sind wir in der Lage, Ende vom zweiten Tag, zweiten Halbtag, eigentlich Teams zuzuordnen, schon Rollen verteilen, die Teams sind gestanden und wir konnten das eigentlich durchziehen. Im ersten Stream haben wir das eigentlich nicht geschafft. Es ist noch nicht so eingetreten, wie wir gedacht haben. Vielleicht noch ein bisschen Puffer am Anfang, Puffer in der Mitte, sondern wir mussten wirklich das Programm umstellen. Und wir haben eigentlich dort nochmal zwei Iterationen gemacht. Und was wir noch vor allem gebraucht haben, wir haben eigentlich nochmal einen dritten Halbtag eingeschmissen. Also wir sind am Ende von diesen zwei Halbtagen mit dem einen Stream wirklich auf den Punkt gekommen, um, was wir hier schön haben, good enough for now, safe enough to try, so unsere Soziokratie, das haben wir uns wirklich auf die Fahne geschrieben und das haben wir im einen Stream geschafft, im zweiten nicht. Der Manuel hat nachher dann eigentlich noch den dritten Halbtag dort gestaltet und man hat dort nochmal Iterationen gemacht. Nach dem dritten Halbtag war man dann so weit, dass man eigentlich können, auch im zweiten Stream starten. Was dort aber passiert ist, ist, dass wir eigentlich von der Moderation das eigentlich gar nicht vorgesehen haben. Wir haben gar keine Zeit mehr gehabt. Wir haben das nicht irgendwo eingerechnet, dass wir dann noch einen weiteren Workshop brauchen könnten. Wir haben Szenarien gehabt, wie dass wir das Ganze könnte abbrechen könnten, wenn wir gar zu so keiner Lösung kommen. Und das wäre auch eine Option gewesen. Also das hat man gewusst, es kann passieren. Es wäre auch nicht ein Misserfolg gewesen für uns in dem Sinne. Und wir haben gesagt, wir probieren es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn es klappt, ist cool, oder? Aber diesen Case haben wir gar nicht eingerechnet und wir haben sie dann so ein bisschen alleine gelassen in dem Sinne. Genau, jetzt habe ich da geredet und nicht geschaut, was ich alles erzählen soll. Genau. Timing. Timing, genau, ist auch noch das Thema. Was man aber darf sagen, ist sicherlich die Zufriedenheit, auch gerade am Ende vom zweiten Tag war relativ hoch. Obwohl es im Endeffekt vielleicht nicht ganz aufgegangen ist, aber wir hatten ein Resultat, wo wir noch weiter daran arbeiten konnten. Also man hat sich geeinigt hier am Schluss im Endeffekt, wie gehen wir jetzt weiter. Und dieser war eigentlich ready gewesen zum Starten. Also wir sehen es eigentlich als Erfolg, es ist auch nachher dann cool aufgenommen worden, aber da kommen wir nachher noch dazu. Genau, dann kommen wir zum Resümee. Da würden wir jetzt, glaube ich, das hier drehen, gell? Ja, schaffst du das alleine oder darf ich dir helfen? Ich kann mich ein bisschen abdrehen. Das ist, glaube ich, so gut. Schon zu weit. Gut. Willst du aufhängen? Ja, ich helfe dich auf. Also, als erstes haben wir es. Warum? Also wir gehen jetzt ein bisschen drauf, auf so ein bisschen Halbpunkte ein, wo wir jetzt ein bisschen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Oder? Also warum? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir haben das gestern auch schon gehört von Jason Little. Oder? Man muss eigentlich irgendwie einen Grund haben, um so einen Wechsel zu machen. Und da muss ich allen Mitarbeitern klar sein. Und bei uns ist der Grund eigentlich fast abhanden gekommen. Das war schon ein Problem gewesen. Wir hatten gar nicht mehr so recht verstanden als Mitarbeiter, warum machen wir jetzt das? Weil am Workshop, beim Start, hat es geheißen, ja, die
die Verschiebung von den Leuten vom einen in den anderen Stream, das machen wir gar nicht. Und das war so ein bisschen der Hauptaufhänger, gewesen, das überhaupt zu machen. Und das war dann völlig uncool gewesen. Plötzlich hat man nicht verstanden, was sind noch genau die anderen Gründe gewesen? Und da muss man wirklich dran arbeiten. Ob man jetzt das noch Cutter macht mit Sense of Urgency oder mit Cause and Purpose, wie das der Jason bevorzugt, ich glaube, das ist fast ein bisschen gleich. Die Leute müssen einfach wirklich klar sein, hey, da müssen wir jetzt irgendetwas machen, weil wir haben einen Bedarf dafür. Genau. Wie wir vielleicht ganz am Anfang sind, wir haben ganz viele Gründe gehabt. Eigentlich. Also es war nicht nur das von der Verschiebung, aber man hat den eigentlich im Mittelpunkt gestellt und sich an dem haben. Und da ist uns am Schluss fast von der Hand gekommen. Dann ich schon kommen. Schnell starten. Schnell starten und kleine Schritte machen. Ihr habt gesehen, wir haben 3 Monate lang vorbereitet, ein riesiges Programm uns vorgestellt, ganz viele Sachen uns ausgedacht, dass alles passieren könnte. Ich glaube, wenn wir das noch einmal machen würden, mit dieser Gruppe würden wir anders vorgehen. Wir würden jetzt versuchen, in kleineren Iterationen zu machen. Schneller starten, aber mit kleineren Schritten. Vielleicht hätte es ja mal gelangt, einfach die Teams mal örtlich zusammenzunehmen und noch gar nicht an eine neue Organisation und müssen wir jetzt Feature oder Komponenten Teams haben, sondern einfach bringen sie mal näher zusammen und schauen, was dann passiert und aus diesen Sachen lernen. Also ein bisschen in Experimentalmodus gehen, das wäre eher wieder Jason a little like und ich glaube, das wäre etwas, wo für die Leute vielleicht auch gangbar wäre und nicht so ein bisschen Big Bang-Stil. Was mir hier gefordert wird laufen, ist halt, dass man dauernd in der Veränderung ist und dass man die Leute auch akzeptieren können. Das ist ein anderer Punkt. Ja. Der nächste ja nicht. Empowerment vom Change Team, das haben wir schon ein bisschen gehört. Das ist nicht wirklich sauber aufgeleistet worden. Also es war nicht so klar, ja, was darf ich dir jetzt und was nicht. Die Linie ist sich ständig in der Verantwortung. Sie haben da irgendwie das Gefühl, ja, also Change, eine Organisations-Change, da kannst du nicht einfach irgendjemandem geben. Für das sind wir eigentlich da. Das ist immer wieder so ein bisschen vorgekommen. Es hat vielleicht auch ein bisschen Vertrauen gefehlt. Also sie haben einfach noch das Gefühl gehabt, wir müssen die eigentlich auch. Also kannst du nicht einfach delegieren. Und das wäre einfacher gewesen, wenn man das am Anfang sauber geregelt hätte. Wenn man das vielleicht sauber mit einem Delegation-Poker oder so gemacht hätte, vielleicht auch gesagt hat, die Linie ist vertreten im Change-Team. Und zwar durch eine Person und der hat dann auch Aufgabe, die Informationen zu streuen. Das ist für uns sicher auch ein Learning. Das Resultat ist ein Erfolg. Das hast du. Kann ich das? Genau. Wir haben wirklich etwas sagen, am Schluss von diesen 2 Halbtagen, es war ein Erfolg. Wir hatten ein spürbares höheres Engagement von den Leuten. Es ist eigentlich nicht vorgekommen, ja, das hätte ich euch schon lange sagen können, dass es nicht funktioniert, weil sie haben ihre Bedenken können im Workshop einbringen. Sie können sagen, ja, aber das ist eigentlich die Gefahr von dieser Lösung. Und man hat gewusst, beispielsweise meinte nur, dass der Betrieb, das ganze Software zu betreiben, ein Problem wird geben, weil man das anders muss organisieren. Und das ist nicht einfach auf die Nase geklatscht worden und gesagt, und jetzt mache ich es. Und irgendwo oben und unter dem Motto, ja, der hat eh nicht verstanden, was gemacht wird. Und das darf man wirklich sagen, es war ein Erfolg. Ja, es war ihre Organisation am Schluss, auch wenn es ein Mehrheitsentscheid war. Aber zu dem kommen wir gerade als Nächstes. Genau. Ja, trotz allem, dass es mir als Erfolg bezeichnet, hat das natürlich nicht alle glücklich gemacht, that change. Nur weil alle dabei sind, heisst das noch lange nicht, dass dann alle zufrieden sind nach diesen 2 Tagen oder nach diesen 3 Halbtagen. Aber niemand hätte können sagen, ich habe keinen Einfluss nehmen. Das ist halt der Vorteil, wenn man alle involviert. Und wir haben auch die Risiken können ein bisschen aufnehmen aus der Umorganisation. Das haben wir auch gemacht. Wir haben die ganzen Risiken aufgenommen oder die Bedenken, die da sind. Ich glaube, das kommt dann schon noch. Also wir sagen so ein bisschen, wenn wir geordnete Reorg macht, mit Kästchen umschieben und die Leute einfach trainieren schicken, sind zu 70% ungefähr unzufrieden. Und wenn man sie involviert im Sinne von Self-Designing Team Workshops, sind zu 30% unzufrieden. Und ich glaube, diese Zahl könnte mir etwa unterstreichen, dass das auch der Fall war. Für unser Resümee haben wir auch schon gesagt, kleine Schritte, schnell starten. Wir haben relativ viel in die Vorbereitung investiert. Das haben wir irgendwo durch auch gebraucht. Wir haben Sicherheit gebraucht, die haben wir nicht per se gehabt. Aber eigentlich haben wir sie danach dann gleich nicht gehabt. Also das ist gleich nicht so gekommen, wie wir alles vorbereitet haben. Den schönen Puffer, den wir eingeplant haben, haben wir nach dem ersten Tag das Gefühl gehabt, hey, den brauchen wir am Morgen gar nicht. Das ist eigentlich nach dem Abend genutzt worden. Wir haben noch den 3. Halbtag
gebaut oder gebraucht, den wir irgendwo gar nicht geplant haben, respektive es war nicht nötig zu planen, aber nur schon ready zu sein, um vielleicht dort noch zu reagieren, das sind wir dann nicht gewesen. Also wir haben relativ viel Zeit in die Vorbereitung investiert, die uns aber dann eine vermeintliche Sicherheit gegeben hat. Eigentlich nichts Neues, aber wir haben es noch einmal gespürt. Gut, der letzte Punkt ist noch das Bewusstsein für weitere Schritte zu schaffen. Ich habe es schon ein bisschen angetönt. Die Reorg ist ja nicht, nach der Reorg dann nicht wirklich fertig. Wie wir gesehen haben, wir haben eine dritte Halbzeit gebraucht beim einen Stream. Das ist also eine Nacharbeit gesehen, die zum Beispiel gekommen ist. Folgeworkshops. Wir haben auch Next Steps innerhalb des Workshops schon definiert. Was müssen wir dann als nächstes noch machen, wenn wir dann starten wollen? Dass das gut ist für alle, auch Bedenken aufzunehmen. Es gibt ja wirklich Leute, die sind strikt dagegen gesehen, so zu machen. Dort haben wir abgeholt, hey, was ist denn, was brauchst denn du, damit du kannst gleich Ja sagen zu dieser Lösung. Die haben wir aufgenommen und versucht, das entsprechend zu adressieren. Wir haben auch den Leuten versprochen, dass nach einem halben Jahr, und das wird jetzt den nächsten stattfinden, auch das nochmal wirklich ehrlich zu reflektieren. Also wir haben jetzt die Chance, einen Tag zusammenzukommen und zu sagen, hey, haben wir trotzdem mal vor einem halben Jahr das Richtige gemacht? Wie sind wir auf dem Weg miteinander? Haben wir die Bedenken, die wir hier adressiert haben, können irgendwie lösen? Oder sind wir auf dem absteigenden Ast? Müssen wir irgendetwas machen? Das ist das Nächste, was jetzt dann wird anstehen. Genau. Also das heisst, wir sind dauernd dran, jetzt auch noch zu schauen, wo müssen wir noch Verbesserungen schaffen. Das müssen wir weglassen. Gell? Ja. Sind wir wohl, müssen wir weglassen. Eure Erfahrungen noch, vielleicht habt ihr selber schon so etwas gemacht. Das müssen wir, glaube ich, so auf den Apero heute Nachmittag dann verschieben. Dann hätten wir noch so Kernaussagen, die wir euch gerne mit auf den Weg geben. Das ist zum einen, habe ich schon gesagt, good enough for now, safe enough to try. Das war bei uns wirklich ganz wichtig gewesen. Nicht die 100% Lösung, das sind wir uns bewusst gewesen und das sind sich auch die Leute bewusst geworden. Also sie haben gewusst, okay, es ist genug gut, um mal starten und es ist auch genug sicher. Genau, ich nehme mal das Nächste. Für eine Veränderung braucht es einen triftigen Grund. Wir haben es ein paar Mal schon gesagt, oder, ob nach Kotter oder nach Jason, versuche ich den Leuten wirklich das, zu zeigen, was wir für ein Problem eigentlich lösen wollen. Dann oben links, Vertrauen in die Kreativität von allen Mitarbeitern. Es ist beeindruckend, was da daherkommt. Die Leute haben ein höchstes Engagement und es ist wirklich cool, was eigentlich rauskommt, wenn man sie machen lassen. Und das ist eigentlich auch das Letzte. Das genau. Darfst du noch mal. Ja, es funktioniert. Also wenn man ein bisschen Mut hat und das eingeht, es funktioniert. Und unsere Empfehlung, just do it.